So, hallo liebe Leute, willkommen zurück zu einem neuen KiCad-Tutorial, KiCad 5.1.0. Und ich möchte euch heute nochmal zeigen, das Erstellen eines hierarchischen Schaltplans. Wenn wir jetzt hier unseren Schaltplan mal anschauen, ich habe hier mal ein Projekt geöffnet, die Rotorsteuerung Sturm. Auch das war schon, oder auch dieses Projekt war schon mal Teil eines Tutorials. Haben wir also hier unseren Schaltplan. Wir haben zwar hier noch eine ganze Menge Platz, könnten jetzt hier theoretisch noch weiterzeichnen, aber wir nehmen einfach mal an, das wäre jetzt hier auch noch voll mit anderen Bauelementen und wir hätten hier schlicht und ergreifend keinen Platz mehr, um etwas zu zeichnen. Das heißt, wir müssten jetzt ein zweites Schaltplanblatt eröffnen, auf dem wir weiterzeichnen. Dazu haben wir hier auf der rechten Seite einige Symbole. Da gibt es den globalen Bezeichner, hierarchischen Bezeichner, den hierarchischen Schaltplan erstellen, einen hierarchischen Pin importieren und dem Schaltplan hinzufügen. Das sind also hier diese fünf Buttons, die uns jetzt hier interessieren. Und um ein hierarchisches Schaltplanblatt oder ein zweites Schaltplanblatt hier zu erstellen, klicken wir hier auf diesen Button einen hierarchischen Schaltplan erstellen. Den klicken wir an, es öffnet sich hier so ein Zeichenwerkzeug, ähnlich wie beim Wire. Und ich öffne das jetzt hier einfach mal, ich ziehe hier mal so ein kleines Feld auf. Und ich habe schon die alte Bezeichnung Rotor Steuerung Sturm hier kopiert. Ich benenne das natürlich jetzt hier um in 1, weil das ist ja ein weiteres Blatt. Auch hier fügen wir die 1 hinzu. Der Name kann prinzipiell lauten, wie er will. Es empfiehlt sich aber, den Namen des Projektes zu nehmen und dann mit 1, 2, 3 hinten anzuhängen, je nachdem, wie viele Blätter man benötigt. Den Zeitstempel kann man so lassen, wie er ist. Da würde ich jetzt nicht dran rumdrehen und wir bestätigen mit OK. Damit haben wir jetzt hier ein zweites Sheet eingefügt und ich kann jetzt hier mit Rechtsklick diesen Schaltplan öffnen und ich bewege mich jetzt hier in einem zweiten leeren Blatt. Verlassen kann ich auch wieder hier mit Rechtsklick Schaltplan verlassen, komme ich wieder eine Ebene nach oben. So, ich zeige das jetzt hier mal anhand eines Relais. Das möchte ich jetzt hier rüber kopieren. Ich kopiere das Ganze, mache hier ein Steuerung C, verlasse diesen Schaltplan, gehe in das einzelne Blatt und füge dieses Relais jetzt hier wieder ein. Es hängt jetzt hier an der Maus. Ich lege es mit einem Linksklick ab. Als nächstes entfernen wir mal hier diese lokalen Labels. Diese lokalen Labels haben jetzt hier keine Bedeutung mehr. Sie sind also nur in dem Schaltplan hier oben, in der oberen Ebene gültig. In dieser unteren Ebene, in diesem zweiten Schaltplan, wären sie jetzt nur hier in diesem Blatt gültig. Nur innerhalb dieses Blattes wären diese Labels gültig. Aber wir haben hier keine Anschlüsse, also ist das jetzt hier auch völlig egal, wir können die wieder löschen. Wichtig ist, man könnte jetzt hier also so ein Out 4 auch in diesem Blatt nutzen, ist aber eben nicht das Out 4 in der Ebene darüber. So, auch hier, ich lösche das jetzt hier erstmal weg. So, was möchten wir jetzt machen als nächstes? Ich möchte hier mal den Schaltplan wieder eine Ebene nach oben gehen. Ich möchte also dass jetzt dieses Relais hier an den Pin 8 anschließen, an diesen Pin 8 von dem Arduino Nano. Und dazu brauche ich jetzt also hier den Eingang. So, ich wechsle wieder hier eine Ebene nach unten, Schaltplan öffnen. Das heißt, hier ist mein Anschluss für den Pin 8. Dazu geben wir jetzt hier auf den Button hierarchischer Bezeichner. Ich klicke das hier an. Lege den ab. Ich nenne ihn jetzt hier mal Pin 8. Pin 8-Nano. So. Jetzt muss ich hier eine Orientierung vergeben. Ich lasse das hier mal auf links. Und das ist natürlich ein Eingang. Ich muss auch hier jetzt müsste ich wissen, was es um was für Pin-Richtung oder welche elektrische Richtung es sich handelt. Es soll ein Eingang sein, denn dieses Relais wird ja vom Nano gesteuert. Also ein Eingang. Und ich klicke hier auf OK. So, jetzt habe ich diesen Pin hier anliegen und ich lege den einfach mal hier ab und mit dem Werkzeug Wire
lege ich jetzt hier eine Leiterbahn an diesen Pin. Damit haben wir jetzt diesen Pin erstellt und ich wechsle jetzt in den darüberliegenden Schaltplan und wir sehen einfach nichts. Deshalb nutzen wir jetzt den dritten Button, nämlich hier hierarchischen Pin hinzufügen, importiert aus entsprechenden Bezeichner. Das ist dieser Button hier unten. Ich klicke den an. Ich habe jetzt hier ein Werkzeug liegen. Und wenn ich jetzt hier klicke, sehe ich hier den Pin, der wird jetzt importiert. Mit jedem weiteren Klick würde jetzt jeder Pin, den ich da im unteren Schaltplan angelegt habe, hier importiert werden. Ich habe nur einen, also das ist der erste, und mit jedem Klick, wenn ich den hier ablege, wird es jetzt weitergehen. Und wir sehen jetzt, dass auch das hatte ich bereits schon mal in Tutorials angesprochen, dass wir von Eingänge nach auf die linke Seite positionieren, Ausgänge auf die rechte Seite. Das haben wir hier schon mal, hatte ich schon mal angesprochen, und wir sehen jetzt, hier wird es also wirklich langsam interessant, sich auch mal an diese Konventionen zu halten. Also das ist ein Eingang, ich lege den mal hier auf die linke Seite ab. So, und ich kann den jetzt hier mit dem Pin 8 verbinden, indem ich hier eine Wireleitung ziehe. Das mache ich natürlich nicht. Das würde jetzt hier durch den ganzen Schaltplan gehen. Ich gehe zuerst hier auf diesen Pin 8, auf das Kreuz für nicht connected, entferne das mit Delete, wähle hier keine Verbindung aus. Jetzt ist also dieser Pin wieder freigeschaltet. Dann nehme ich als nächstes hier das Werkzeugsymbol Leiterbahn ziehen. Gehe jetzt also hier an meinen Pin, ziehe die ganze Stückchen raus, lege das mit Doppelklick ab und nutze jetzt ein lokales Netzlabel. Also was in diesem Sheet gilt, das ist hier schwarzfarben. Ich klicke das an und nenne es einfach 8. Und lege das ab, auch hier. Damit wären jetzt beide Pins hier verbunden. Die Alternative ist, ich lösche das hier nochmal, dieses Netzlabel mit Delete, den Bezeichner. Ich kann jetzt auch hier nach oben gehen und sage einfach mit der Taste C für Kopieren die 8 und ziehe die hier nach unten. Und jetzt wären beide Netze verbunden. Das würde bedeuten also, auf meiner Leiterbahn oder auf meiner Platine würde jetzt hier der Pin 8 auf dem Elementeingang vom HF49FD liegen. Ja, das erstmal soweit dazu. Hier kann ich jetzt also einen Eingang definieren. Wir wollen natürlich auch die Ausgänge definieren. Auch dazu nehme ich jetzt hier mal ein Element. Ich nenne das jetzt mal Out 1, nein, halt, das haben wir schon. Ich nenne es mal Out 5, weil es das fünfte Relais ist. Das soll ein Ausgang sein und wir können jetzt hier entweder mit links oder mit Rotate das Ganze entsprechend die Richtung drehen, mit Rotate oder der Taste R. Wir legen das hier ab und ich kann jetzt hier mit der Taste W wieder eine Verbindung legen und ich wechsle mit der rechten Maustaste Schaltplan verlassen hier nach oben. Ich zeige es jetzt hier nochmal, importieren, dieses Symbol hierarchischen Pin importieren. Wir sehen hier diesen Pfeil da, auch einen Button, und ich klicke hier in dieses Feld und mein Ausgang wird hier angeschlossen. So, jetzt habe ich hier natürlich keinen Connector mehr frei. Ich importiere hier mal einfach einen Connector, um das nochmal zu zeigen. Nehmen wir diesen hier. Ich rotiere das Ganze. Kann das also jetzt hier anschließen. Mit der Taste W ziehe ich jetzt hier eine Leiterbahn. Jetzt haben wir hier diese Pins immer vom Schaltplan unten nach oben exportiert. Es geht auch andersrum. Dazu gibt es hier den hierarchischen Pin-Schaltplan hinzufügen. Ich wähle den mal an und nutze das jetzt hier als
PIN-Name vergebe ich jetzt mal hier in unterstrich 5. Und das soll natürlich jetzt hier mal ein Eingang sein. Den lege ich jetzt hier ab, wechsle dann in den Schaltplan nach unten und kann jetzt hier mit meinem Bezeichner PIN hinzufügen, einfach das in-5 nennen, das einen Eingang und lege den hier wieder ran. Das wäre jetzt der umgekehrte Weg und auch hier habe ich jetzt die Pins angeschlossen. Als nächstes wäre jetzt der DRC-Check fällig. Das machen wir jetzt mal. Wir sehen, dass wir hier erstmal annotieren müssen. Warum? Durch das Kopieren in einen neuen Schaltplan werden hier alle Annotationen gelöscht. Das ist auch richtig so. Wir annotieren und werden jetzt hier gleich einige Fehler sehen. Ich führe nochmal den DRC aus mit Starten und wir sehen, dass also dieser PIN jetzt nicht verbunden ist. Kann er auch nicht, weil, wenn ich das jetzt verlasse, nach oben, wir sehen hier, ich habe jetzt hier keine Verbindung. Ich füge jetzt nochmal hier beispielhaft einen weiteren Connector hinzu, den ich hier einfach mal mit Rotate anschließe, mit der Taste W verbinde. Ich wechsle, oder kann ich auch gleich hier oben machen, führe jetzt nochmal einen DRC-Check aus. Wir starten und wir sehen, damit ist unser Fehler verschwunden. Wichtig ist jetzt hier auch aufzupassen, die richtigen Namen zu verwenden. Das ist also ganz entscheidend. Und auch die Ein- und Ausgangsrichtung. Da muss ich jetzt aufpassen, wenn ich hier hierarchische Schaltpläne verwende. Es gibt dann noch eine weitere Möglichkeit. Und zwar kann ich hier sogenannte hierarchische oder globale Bezeichner erstellen. Diesen globalen Bezeichner kann ich jetzt hier hinzufügen, nenne den Ground oder nennen wir ihn mal Test. Das wäre jetzt ein globaler Bezeichner, der im Prinzip sich genauso verhält wie hier dieses Netzlabel 8, aber halt jetzt auch mit diesem Namen in jedem Schaltplan zur Verfügung stünde. Auch wenn ich hier mehrere hierarchische Schaltpläne hätte. Problem dabei ist hier dieser Name. Ich muss hier fürchterlich aufpassen, denn er gilt in allen Schaltplänen. Ich werde dazu nochmal ein extra Video machen. Das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und viel Spaß bei KeyGet.